Teil meiner Familie, also mütterlicherseits, kommt ja aus Rudolstadt und Verwandte wiederum aus Nordhausen, also unterschiedliche Teile von Thüringen. Insofern kenne ich es, aber Gera war ich vielleicht irgendwann mal in der Kindheit, aber noch vorm Mauerfall. Naja, es ist halt eine durchschnittliche Stadt. Also der große historische Kern sehe ich nicht, aber ich meine, es gibt ja diese historische Bahn und ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch einen Turm oder sowas. Gera in Thüringen. Helge Lind ist mit großem Gepäck angereist. Ach ja, Wechselwäsche. Ja, wer weiß, was kommt. Was ihn erwartet, erfährt er erst jetzt. Es geht zur Bäckerei Laudenbach. Das Handwerk prägt die Stadt und die Region. Seit der Wende haben sie hier viele Umbrüche erlebt. Jede politische Veränderung beunruhigt die Menschen. Das bekommt auch Helge Lind zu spüren. Er muss die CO2-Steuer verteidigen, auch wenn sie gar nicht kommen soll. Also wir können nicht noch mehr Abgaben vertragen. Wir müssen es vorne an der Theke umlegen. Das heißt, die Preise werden steigen, die Löhne steigen automatisch bei uns. Ne? Und es geht irgendwann nicht mehr abzufedern. Ziel muss ja sein, CO2 zu reduzieren. Die Frage ist, was ist der Weg dahin? Und ja, deshalb aber, ist die Debatte hier überhaupt erst aufgekommen. Ja, aber durch eine Abgabe oder durch eine Steuer unsererseits kann ich kein CO2 reduzieren. Ne? In Wuppertal sucht Robby Schlund nach Gemeinsamkeiten zur Heimat. Ah, hier gibt es sogar ein paar City-Arkaden, das haben wir ja in Gera auch. Gera und Wuppertal, beide Städte wurden von der Textilindustrie geprägt. Heute fehlen hüben wie drüben Arbeitsplätze. Schlund ist im Wuppertal-Institut. Hier arbeitet Uwe Schneidewind an Konzepten, wie sich Städte wandeln können. Es geht um grüne Mobilität, klimaneutral. Die Positionen liegen weit auseinander. Das Problem ist, dass man gerade mit den Windanlagen ja erst neue ökologische Probleme schafft. Alleine bei uns in der Nähe in Hermsdorf 10.000 Hektar werden gerodet, Wald, die also praktisch ein CO2-Absorber sind, um Windkrafträder aufzustellen. Und wir wissen auch aus den bekannten Forschungen, dass zum Beispiel eben viele, auch das Ökosystem betroffen ist, dort, wo solche Windräder aufgestellt sind. Also das ist für mich so ein Stück ernüchternd. Dass da zwar viele Argumente sind, warum man an bestimmten Punkten nichts überstürzen soll, aber eben zu wenig klare und konkrete Vorstellungen, wie eine Zukunftsgestaltung dann auch aussieht. Robby Schlund setzt auf fossile Brennstoffe, hält den Kohleausstieg für übereilt. Das ist so, weil das Netz ist instabil, wir müssen Strom zukaufen. Und deswegen ist das eine Möglichkeit, aber es gibt ja immer noch die andere. Das ist der Atomstrom. Er wird verteufelt. Ich kann mich an meine Schulzeit erinnern. Da war für uns Atomstrom, das war eine saubere Energie, wenn nichts passiert. Puh, also. Für Schneidewind ein befremdlicher Exkurs in die Umweltpolitik der DDR. Sein Eindruck nach dem Gespräch, die AfD gehe mit Ängsten auf Stimmenfang. Und ein bisschen empfinde ich das natürlich als Verrat dessen, was Politik auch sein soll, ne? Gemeinsam Zukunft zu gestalten. Und auch wenn immer wieder darauf verwiesen wird, man ist eine junge Partei. Also ich glaube, gerade durch die Erfolge ist man dann doch in der Pflicht, deutlich zu machen, was sind eigentlich auch die Zukunftsentwürfe, die man anzubieten hat. Schießübungen für Helge Lind. Eine Waffe hatte er noch nie in der Hand. Der erste Schuss, immerhin. Ins Schwarze. Lind sitzt im Innenausschuss des Bundestages. Hier wird gerade ein schärferes Waffenrecht diskutiert, ganz zum Unmut der Schützen. Ich halte schon für wichtig, dass das genau kontrolliert wird. Das ist, glaube ich, so der entscheidende Punkt, da Sicherheit zu schaffen, dass der Zugang nicht so wie in den USA funktioniert. Ich denke, wir haben schon extrem hohe Hürden. Und ich denke, je höher man die Hürde macht, desto eher ist die Gefahr, dass sich Leute Waffen auf dem Schwarzmarkt organisieren. In Wuppertal leben mehr als 150 Nationen. Robby Schlund ist auf dem Weg zur Diakonie. Hier hilft man geflüchteten Menschen. Zeigen wollen sich die Betroffenen nicht. Sie haben Berührungsängste. Wie sehen Sie da so Ihre Möglichkeiten als Abgeordneter, auch in Ihren Wahlkreis hineinzuwirken, um eben auch für Verständnis für Menschen
mit Migrationshintergrund, um Verständnis für Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, zu wecken. Entscheidend ist, dass man Gleichberechtigung und Regeln aufstellt. Und das ist eigentlich für unsere Partei das Wichtigste. Und das wird auch immer angesprochen. Wird manchmal anders ausgelegt, aber im Grunde genommen ist das unser Ansinnen. Also ich meine, Sie wirken ja sehr sympathisch. Fragt man sich natürlich jetzt so als Wuppertalerin, hat man uns den Wolf im Schafspelz geschickt? Weil vieles von dem, was ich gelesen habe, hat mir überhaupt nicht gefallen, ne? Auch sagen, wenn ich mir so die Demonstrationen angeguckt habe, wo auch Ihre Parteifreunde tapfer mitmarschiert sind, wo ich gedacht habe, ey, was fällt denen eigentlich ein, ne? Und Menschen so viel Angst zu machen. Das Problem ist natürlich in den Medien, der Linksextremismus ist genauso schlimm. Wenn Sie unsere Mitglieder der Partei sehen, dass manche einfach Angst haben, zu Hause zu leben. Und die Härte in dieser Gesellschaft, die nimmt auf beiden Seiten zu, das ist ganz klar. Und das ist vielleicht auch manchmal, dass dann auch Frustration daraus ein bisschen spricht, dass man etwas lauter ist. In Gera wartet Helge Lind auf Bürger. Sprechstunde im Büro eines AfD-Kandidaten für den Thüringer Landtag. Es kommen vor allem Parteimitglieder. Die Diskussion wird hitzig. Also wir könnten viel mehr leisten für unser eigenes Volk, für die Bildung. Wir sind ja ein reiches Land. Wir können viel leisten. Warum aber tun nicht wir nur das nicht? Für unser eigenes Volk, sondern für die Gesamtbevölkerung. Das haben wir jetzt wieder. Die Bildung ist ja für die Gesamtbevölkerung. Ja, exakt. Aber ich muss mal. Nur das ist doch kein Entweder-Oder. Wir haben doch vorhin schon diskutiert darüber, dass wir. Oder Sie haben gesagt, Sie behaupten immer, wir wollen gegeneinander ausspielen. Genau das machen Sie. Also wieso verrechnen Sie jetzt die Summen, die seit 15 für Geflüchtete ausgegeben sind, mit Sozialleistungen für Deutsche und mit Bildungsleistungen? Wir ärgern uns über schlechte Straßen, wir ärgern uns über gesperrte Brücken, weil die marode sind. Unsere Infrastruktur ist teilweise da nieder, unser Bildungssystem. Ich betrachte es als da nieder. Ja? Und da wurde immer gesagt, das kostet vielleicht 3 Milliarden, da ist kein Geld da. Plötzlich sind zig Milliarden da und das Geld ist da. Wird das gedruckt oder wo kommt das her? Das ist jetzt eine interessante Stelle. Warum sind so viele auch wütend und zornig? Und meinen Flüchtlinge wären schuld an ihrer Situation. Das liegt ja in der Tat daran, dass wir uns, jetzt nicht persönlich, aber ich sage jetzt mal alle politisch Tätigen, viele politisch Tätigen, vernachlässigt haben, sich um Menschen zu kümmern, jetzt unabhängig von Migration, die schon seit vielen Jahren in Armut leben, die abgehängt sind und die jetzt den Eindruck haben, um uns hat man sich nie gekümmert, aber jetzt kümmert man sich um die anderen. Dieser Eindruck ist entstanden. Nur das ist jetzt nicht die Schuld der Flüchtlinge, die gekommen sind, sondern dann ist das ein Fehler der politischen Versorgung. Aber die Antwort kann dann nicht sein, wir haben nichts, wenn Menschen in Not sind und kommen, ihnen nicht zu geben, sondern das ist nämlich Aufgabe von Hilfeleistung. Deshalb finde ich auch richtig, was Merkel entschieden hat. Das ist zu helfen, wenn Not ist. Wenn Haus brennt, lösche ich und diskutiere nicht über den finanziellen Status derjenigen, die dort wohnen. Am Rande haben sich Bürger dazugesellt. Es geht um Unterschiede zwischen Ost und West. Der hier länger arbeitet, weniger verdient wie im Westen und das 30 Jahre nach praktisch nach der Wende. Das ist ja eine der Kernungerechtigkeiten, die immer noch da sind. Ja. Bei Löhnen, dass sie deutlich niedriger sind im Osten, aber bei Renten. Ich sag mal, zumindest hat er vernünftige Ansätze, wo man sagen kann, da kann man diskutieren, da kann man sich mit gewissen Dingen, ich sag mal so, auch verständigen. Ja? Nur so kann es gehen. Und extreme Haltung zu sagen, nee, mit denen rede ich nicht, mit dem rede ich auch nicht und die sind ganz extrem und so, das bringt zum Schluss nichts. Zurück in Wuppertal. Robby Schlund trifft Horst Wegener. Horst hat südamerikanische Wurzeln, ist Rapper, wird von Samy Deluxe produziert und freut sich auf einen kontroversen Spaziergang durch seine Stadt. Wegener fühlt sich von den rechtsnationalen Tönen eines Björn Höcke angegriffen. Also ist das nicht etwas, von dem man sich quasi an diesem Punkt, wenn man für ein Allgemeinwohl einer Gesellschaft sprechen möchte, nicht etwas, wovon man sich dann distanzieren sollte? Wenn Sie ihn persönlich kennenlernen, wissen Sie, dass er eine sehr eloquente und auch sehr, sehr einfühlsamer und natürlich auch sehr bescheidener Mensch ist, um einfach auch zu merken, dass dahinter ganz, ganz normale Menschen stehen und die alles andere im Blick haben, als in irgendeine Zeit zurückzufallen, die wir alle nicht mehr haben wollen. Ja. Also das klingt alles total schön, was Sie sagen, aber irgendwie kann ich Ihnen das nicht bis zum letzten Stück glauben. Sie sprechen davon, dass ich die Menschen kennenlernen muss. Ich meine, ich bin halb Deutscher, sprich ein Familienstammbaum ist komplett deutsch, mit dem ich mich mit diesen AfD-Fragen auseinandersetzen muss. Wenn ich sehe, was Verwandten oder was irgendwelche Leute auf Facebook teilen oder unter Facebook-Kommentare, die sich offenkundig zu ihrer Partei bekennen, sagen, dann ist es etwas, was mich Tag für Tag verletzt.
Seit ich 14 bin, versuche ich immer wieder auf Nazi-Demos als kleinen Journalist, habe ich das quasi gemacht, mit Nazis zu sprechen. Und wenn ich mit denen spreche, dann sind die total höflich, so wie sie jetzt zu mir. Und sagen sie, ja, sie sind auch ein Positivbeispiel. Sie sprechen super Deutsch, sie sind hervorragend integriert. Aber wir müssen ja. Eins klären, Sie reden ja über irgendwelche Nazi-Veranstaltungen. Bei uns ja. Gibt es keine Nazis, aber wir sind keine Nationalsozialisten. Das ist genau sind das Sie sich Stigma. Denn dessen sicher? Na, das ist das Stigma, was Sie haben. Sie sagen, das sind Nazis, wir sind das nicht. Wir sind eine bürgerliche Partei. Aber Sie müssen doch ehrlich sagen, dass nicht alles innerhalb der AfD so gut und fein ist, wie Sie es gerade dargestellt haben. Ich denke schon, dass ich das so sagen kann. Die Fronten klären sich hier nicht. Zwischen Wuppertal und Gera, zwischen AfD und SPD offenbaren sich politische Welten. Insbesondere was unsere Wertekanon und die Leitgedanken für unsere Kultur sind, da sind eben wirklich erhebliche Unterschiede, auch was ich gerade das Gespräch mit dem Herrn Repper gehabt hatte. Das sind eben Dinge, die wir einfach nicht aus der Welt räumen können, aber ich muss auch sagen, der Dialog ist erstmal der Anfang, dass auch die eine und die andere Seite Verständnis füreinander aufbringen, damit eigentlich auch im Parlament vielleicht man sich gegenseitig nicht immer so aggressiv gegenübertritt. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass man sich dem aussetzt, dass Menschen diese Realität komplett anders wahrnehmen. Also wirklich fundamental die Probleme, die dieses Land hat, ganz anders bewerten, die auch den Zustand dieser Demokratie völlig anders sehen. Das beunruhigt mich auch, regt mich auch etwas auf, aber ich werte es sozusagen auch als Auftrag, dass man nicht einfach sich damit abfinden kann, nicht miteinander zu reden und das einfach zu ignorieren. Ich glaube, wir müssen uns dem stellen und lernen, das auszutragen. So unterschiedlich schauen beide Seiten auf dieselbe Heimat. Horst Wegener singt sein Lied von Deutschland. Denn wir leben in einem deutschen Land. Wir leben in einem deutschen Land. Wuppertal, geht's euch gut?